Tschüss. Ich hab. Ach, das müssen wir nochmal machen. Benny hat genau in mein Bild gepullert. Benny. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute sammeln wir bei meiner Oma Eier. Genau, heute ist Ostern und du siehst schon selber aus wie ein kleiner Hase. Ostern mit Löffel. Ja, große Löffel hast du, die sind richtig lang. Und was hast du da? Plöckchen. Meinst du, das kriegst du voll? Wollen wir mal gucken, ob in den Nestern was drin ist? Ja. Okay. Und wenn gar nichts? Ja, dann haben wir Pech gehabt. Dann hat Benny vielleicht doch den Hasen aufgegessen. Vielleicht sind die ja aber auch bei den kleinen Hühnern. Hallo Benny, hast du deinen Knochen schon aufgegessen? Nein, er liegt da. Oh, dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ne? Nein. Benny. Oh, das Nest ist weg. Dafür ist hier das Steckpferd und Elsa. Wie hat er das denn mit? Gib mir das nämlich. Das kriege ich dann. Nee, das brauchst du echt für die Schokolade. Was hast du da? Das war meins. Ein Steckperlenset von Anna und Elsa. Alle Nester sind für mich. Alle Nester sind für dich? Ja. Hast du ja auch gestern aufgebaut. Hast du wenigstens auch eins für mich aufgebaut? Ja, ich habe für alle eins aufgebaut. Okay. Aber guck mal. Da! Guck! Oh mein Gott! Hanna! Was ist das denn? Lucky, guck mal! Wow! Richtig. Was sind das? Ich hoffe, das sind irgendwelche weichen Gummibälle. Ich auch. Sonst will ich nicht im Weg stehen. Die großen Sachen kommen alle zu mir, die bekomme ich alle. Papa freut sich. Nein, ich bekomme. Und du musst die Schoki noch einsammeln, genau. Da kannst du auch Wasser mitschießen. So, oh, die ganzen Eichen fallen raus. Nee, da kann Anna auch Wasser mitschießen. Dahinter liegt auch noch eins, hinterm Gras. Da, genau. So, jetzt müssen wir weitersuchen. Ich weiß schon, wo das nächste ist. Hast du schon eins gesehen? Wow! Oh mein! Meinst du, der ist für dich? Ja! Klamotten? Und mein Ostern. Klasse. Vom Zillipferdchen. Wow, ist ja wie Weihnachten, Hanna. Ja, und hier unten. Eine Naschtüte. Und hier. Wie hat der das alles mitgekriegt? Der hat bestimmt auch so eine Tasche vorne am Beutel gehabt wie du. Ja, hier, die Kamera nimmt das auf. Ein Malbuch von My Little Pony. Ja, von My Little Pony. Dass du dich nicht langweilst. Ach, wir müssen. Kriegst du. Ich weiß nicht, ob sie die Tür aufkriegt. Das klar, kriegt sie das. Ja, natürlich, sie ist. Das ist bestimmt für Papa. Was steht da vorne? Frohe Ostern steht da dran. Oh, da hat er ein Straußenei gelegt. Ja. Passt das in deinen Korb noch mit rein? Nein. Aber die Kinder haben eine Spur gemacht. Sonst muss Papa das tragen. Oh, immer muss Papa. Dann gib mir die andere Tüte da raus. Die ist ja wenigstens eingepackt. Oh Mann, oh Mann. Guck mal, der hatte sogar unterwegs Verpflegung gehabt. Der hat eine Tomate angeknabbert.
gelegt. Ja, siehst du, und damit du das findest, hat er dir hier eine Spur gelegt. Oh, wow. Das war ziemlich schlau. Ja, er ist schlau, der Osterhase. Schon angenagt? Nein. Eieieiei. So, meinst du, das war's jetzt? Ich glaube, hier sind auch noch welche. Aber das ich weiß nicht, wie geht die Tür auf? Weiß ich nicht, wie die aufgeht. Nö, das sieht nicht aus. Der ist bestimmt hier rüber gehoppelt und hat die Hälfte verloren. Von hier, Süße. Hast aber Glück, dass es nicht regnet, oder? Ja. Meinst du, hier ist noch was? Ich glaube schon. Nur so? Der Hase hat hier runtergehoppelt. Der ist von unten gekommen. Der hat die wahrscheinlich auch beim Weg nach oben verloren, nachdem er über den Zaun gehoppelt ist. Meinst du? Das kann sein. Wir gehen in die falsche Richtung. Wir können ja noch mal hinter der Tonne gucken. Das kann natürlich sein, dass er nach oben gehoppelt ist. Der hat gar keine Spur nach hier runtergelegt, Hanna. Der hat eine Spur nach oben verloren. Verstehst du? Und dann hat er es verloren. Ah, das macht natürlich Sinn, Süße. Ja. Wir sind einfach falsch in die Richtung gelaufen. Ja. Dafür können wir bestimmt noch mehr. Der hat bestimmt die Tür hier auch nicht aufgekriegt. Nee. Und er ist auch rübergehoppelt und hat immer ein Stück verloren. Jetzt fängt man zu nieseln. Ja. Eigentlich habe ich hier Xen. Genau. Das musst du noch. Und ich hatte noch eins gesehen. Oh, Hanna, du hängst mit deinen Ohren im Eimer. Was ich darf als letztes nehmen. Das war toll. Guck mal, wie groß der ist. Mann, meinst du, hast alles? Wenn er noch eins versteckt hat. Dann finden wir das vielleicht nächstes Ostern. Ne? Na, hast du alles geschafft? Und wenn er noch eins versteckt hat. Ich habe... Ich glaube aber, du hast alles, da. Ah. Sind wir da eben dran vorbeigelaufen, Süße? Guck mal da! Ja, Benny ist eingesperrt. Eine kleine Gießkanne. Die ist ja süß, die Gießkanne. Guck mal, wer da kommt. Der andere Osterhase. Nein, Benny, nein, 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 nein. Die gehören der Hanna jetzt. Na? So, war deine Suche erfolgreich, Schnucki? Ja. Und was wünschen wir jetzt den Kindern? Frohe Ostern. Genau, von mir auch. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. So, wollen wir jetzt zu den Küken? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Genau, und was hast du da? Graf. Für Osternester. Ja. Weil hier auf dem Dorf muss man die Nester selber bauen, damit der Osterhase die dann findet und da Eier reinlegen kann, ne? Ja. Das heißt, wir machen das am besten hier irgendwo im Schuppen. Und du musst dir gut merken, wie viele Nester du machst.